Hallihallo, liebe Leute, hier ist der Franken-Andi und wir sind auf der nordfriesischen Matchmap unterwegs. Ich habe mich gerade mal kurz im Matchbereich umgeguckt. 5 Punkte haben wir schon und Team Ost hat 3 Punkte. Einmal den Rock, dann ganz am Ende das Stroh und rechts neben uns Raps, glaube ich. Das heißt, aktuell Stand 5 zu 3. Raps, genau. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Punkte haben wir gerade schon eingefahren. So, da habe ich mir hier den Dasher hergestellt. Dann werde ich hier mal ein bisschen... Stromablage anschalten. Ja, Strom wollen wir schon haben. Wir müssen ja noch mächtig viel Strom walten lassen. Jetzt gerade war es doch noch reif, das Feld will mich jetzt ein bisschen verändern hier. Naja, das schickt jetzt trotzdem wieder. Dann, wenn ich das Feld habe, entweder da schiebe ich den Raps um oder ich mähe das Gas. Ich glaube, ich mache lieber das Gas. Denn davon brauchen wir noch gewaltig viel. Sollte es eng werden und wir den Ballenpunkt holen müssen, sind wir zwar eben Vorteil, weil wir viel mehr Wiesen haben. Aber naja, erst Ball holen. Punkt, ne? Unser Kontostand steigt auch kontinuierlich an. Das ist der Wahnsinn. Waren heute früh schon wieder voll am Gange, ich habe es in der Gruppe gesehen. Heute Abend, wenn die Shopping-Tour stattfindet, bin ich leider nicht da. Oh, Gas gibt, Gas gibt, Gas gibt, Gas gibt, Gas gibt. Rückwärts. Ah, ich Schneidewerk nur mal ganz kurz gesäubert. Ich bei der Shopping ist ja genau, also heute Abend bin ich leider nicht mit am Start. Ich kann das Signova leider nicht mehr angucken. Das wird nämlich richtig lustig werden, was die da veranstalten. Die Shoppingliste wird immer größer und immer größer und immer mehr und immer mehr. Da stehen schon so viele Sachen drauf. Das ist einfach nur noch purer Wahnsinn. Ja gut, bei dem Kontostand kann man mal ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, ne? Jetzt
wird dann richtig geklotzt heute Abend. Mal gucken, vielleicht stoße ich zur späten Stunde nochmal dazu. Ich weiß aber noch nicht, was der Abend so hergibt. Weiter geht's. Bin echt mal gespannt, wie viele Punkte das heute Abend noch gefahren werden. Ob es schon für den Sieg reicht. Oder ob Team Ost uns ein Schnippchen schlägt. Schon verkampft, wie er da drin sitzt. So, gestern wurden noch ein paar Balken gewickelt vom Graslager raus, also die Grasballen raus und wurden gewickelt und wieder in Silageballen eingelagert. Das heißt, unsere Silageballen müssten wir schon fast erreicht haben. Gestern habe ich noch eine kleine lustige Aufnahme von Matze gemacht beim Ballweitwurf. Mal gucken, ob ich das mit ins Video einbauen werde. Da könnt ihr alle mal herzlich lachen. Oh, das war falsch. So.
tatsächlich ein bisschen was daneben gehen. Ja. Scheiße. Also 1000 Liter Risse. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist auch in der Shoppingliste der große Löscher dabei, der zu dem Schneidwerk passt. Dann haben wir das Theater nicht mehr mit gescheit hinfahren können. Dann kann man wieder richtig schön wieder anfahren. Aber das war halt die kostengünstigste, effektive Lösung, die sich da erarbeitet hat, der Matze. Ein schlaues Kerlchen. Wobei die Farbkombi immer noch, ich kann nicht so, also rot-gelb, das ist keine schöne Kombi. So, einmal runter, einmal rauf, dann haben wir das hier schon mal erledigt. Dann schnappen wir uns den kleinen Hübbimann, muss der wieder ein bisschen leiden. Gleich eine Düngerstufe auf die Wiese drauf und dann versuchen zu mähen. Gucken, wie weit ich noch komme. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich würde hier mal einen kurzen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ding anfange. Hallo, da bin ich wieder. So, ich habe gerade schon drei Felder gedüngt, die 3, die 4 und die 2 oben. Und zur 5 nehme ich euch jetzt nochmal mit und mal schauen, wenn es sich die Zeit ausgeht. Dann hole ich nochmal das Mähwerk aus und bretter hier nochmal schnell drüber. Ihr seht, einmal ist hier schon mal gemäht worden. Da wollen wir ja Heu draus machen oder schon mal Heu bevorraten. Wenn wir das ein paar Mal mäht. Ne? Sieht ja merkwürdig aus. Erntereife Hopfen sieht hinten aus wie Getreide und dann kommt das Hopfenbild zum Vorschein. Ich glaube, das geht sich von der Zeit aus, dass wir da schneller einen Schnitt drüber machen und gleich hier nochmal düngen. Oder ich wollte mal gucken, welche Wachstumsstufen
das Gras schon hat. Also ich glaube, das ist erst die zweite Düngerstufe, wenn man noch eine Wachstumsstufe abwarten würde und dann mäht, dann hätte man halt einen vollen Ertrag. Muss ich jetzt gleich mal prüfen. So. Okay, dann machen wir mal Lucky Lucky. Das ist aber schon die zweite Erntereife Stadium. Und die dritte Düngerstufe, oder? 1, 2, 3. Ja. Also dann sollte man es auf jeden Fall nehmen. Dann kann, wenn der nächste vielleicht Zeit hat, das direkt übernehmen. So, den Deutz, den stoppe ich mir. Ich glaube, das Mehrwerk habe ich hier vorne gesehen. Jo, da steht's. Schwaden tue ich jetzt nicht. Vielleicht kann ich noch einen anderen Acker noch mit abmähen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber die Ablage ist schon ordentlich, ne?
Heute Abend wollen sie ja die Geräte kaufen zum Schwadern und so. Na, zum erst zum Wind. Das fällt mir sicher. Auf jeden Fall zum Winden. Den Heuwinder, den Holz holen. Und dann weiß nicht, ob sie dann gleich anfangen. Erstmal werden sie dann Sonnenblumen auf jeden Fall abwerfen. Und die Tiere fahren. Und dann auch wahrscheinlich später auf Nacht werden sie eine dieser Dinge vermutlich weiter. Jetzt muss ja dann noch gesät werden. Sonnenblumen werden, glaube ich, noch gesät. Und was wollten sie noch säen? Was war noch? Ich glaube, vielleicht eventuell sogar noch mehr Wiesen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, wenn man sieht, was sie da alles anschneiden haben. Hier gibt es erstmal jede Menge Heu. Das zieht sich doch ganz schön hier, das Mähen von dem Feld. Ne? Das ist die zweite Bahn, glaube ich. Das Feld 8 ist auch zur Hälfte nur angesät. Ja, langsam werden die Felder ein bisschen viel, ne?
Es gibt hier auf jeden Fall eine schöne Menge Heu. Ja, es hat trotzdem 4 Hektar oder so, das Feld, oder ein bisschen mehr, so ein anderes. Das macht uns einen unscheinbaren Eindruck hier, aber geht mal ganz schön dran. Jetzt mal erst die obere Ecke fertig. Also der Big M hält ja wieder Einzug im LS19. Das wäre natürlich eine Maschine für sowas. Was, ich weiß gar nicht, was für eine Breite er hat. Ich glaube, aber 18 Meter oder sowas oder mehr sogar. Riesending. Okay, jetzt ein weiteres Feld schaffe ich nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, nicht sonderlich schlimm. Eine Ecke hier ausgelassen. Wir werden es überleben, oder? Oder da sind die 20, 30 Liter Gas da. Ich finde das mit diesen kaufbaren Objekten hier auf der Karte sehr schön. Das alles System im Allgemeinen mit diesen kaufbaren Objekten, das wird jetzt im 19er auch endlich implementiert. Dass man so seinen eigenen Bauhof aufbauen kann, das finde ich richtig nice. Ja, wir haben es jetzt nochmal abgemeldet, wenn er gar nicht so.
so, ein kleines Stück weiter sind wir schon. Grasbein. Bin mal gespannt, wie lange die hier noch liegen. Wahrscheinlich bis das Spiel vorbei ist. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier Gras oder Silage draus machen wollen. Das sind was die sind. Oder sie lassen es auch liegen. Und wahrscheinlich wird noch eine Stufe abgewartet und dann zum Schluss wieder eingesammelt. Das Düngen selber bloß nicht vergessen. Mehr, also die letzte Düngerstufe wird meistens sowieso drauf gemacht. Aber eine ist drauf und dann die letzte sind halt nur 60% und dann mittlere, also gleich nach dem Schneiden der Düngerstufe wäre halt wichtig. Die Zeit rennt. Nein. Wird schon schief gehen, das Ganze.
Ich habe nur 5 Minuten. Es wird knapp hier mit dem Film. Zirbonito, Knopf hier. Guck dir mal, wie viele Kilometer der Deutsche drauf hat. Halleluja. 893 Kilometer. Was für. Hammermäßig. Das Ding ist ja nur noch am Schwitzen. Es ist ja so, dass die Taktoren nach naja, 100 Stunden oder sowas mehr oder weniger total ausgelutscht schon sind. Aber 1000 Maschinen müssen ein paar mehr Arbeitsstunden durchhalten. Mein Nachbar hat einen dort, der ist aus den 60er Jahren. Ich möchte nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden der Schaffner hat. Gut, das ist auch keine Maschine, die man jetzt 10 oder 12 Stunden am Tag verbringt, wie die modernen Bauern. Aber trotzdem. Das Ding hat halt auch schon 60 Jahre auf dem Buckel. Ich schaff den aber noch. Ich schaff's. Oh, Chaka! So, ist nur viel von dem kleinen Eckel durch.
auch ein schönes Gespann. Ne? Das ist eine Überlegung wert oder sowas. Ja, auf meiner Pumpfach hier. Halten kann. Ich weiß zwar noch nicht. Ja, wenn er sich die Wege abteilen. Mein Kuhstall habe ich am Rücken. Oder für die Schafe. Schafe. Jawohl, Ziel auf jeden Fall erreicht. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal, aber ich glaube ja nicht. Und dann sehen wir uns morgen und gucken uns das Ergebnis an von der Shopping-Tour heute Abend. Wird es reichen, die 7 Punkte einzufahren? Oder kommt es auf ein Herzschlagfinale an, am Ball oder sogar auf den Produktionspunkt? Wir werden es sehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bye bye.